Guten Morgen, herzlich willkommen im Gottesdienst. Weil Gott die Welt sich nicht selbst überlässt, weil dem Bösen nicht das Feld gehören soll, darum kam Jesus in die Welt. Dafür hat er gekämpft, darum musste er leiden, darum starb er. Der eigentlich unser Herr ist, ist unser Diener geworden, damit wir frei werden. So sagt es der Spruch für die neue Woche: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und auch uns will er heute dienen. Und darum sind wir hier und Gott ist mitten unter uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Passionszeit, wir denken an den Weg Jesu. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Heißt unser Sonntag nach dem Anfang des 43. Psalms. Judika, Gott schaffe Recht. Wir beten miteinander im Wechsel mit Worten des 43. Psalms. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Miteinander beten.
Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache gegen die Bösen. So beten und rufen in diesen Tagen unzählige Menschen in der Ukraine zu dir. So rufen auch wir zu dir, schaffe Recht, Gott. Wehre dem Krieg, dem Morden, dem sinnlosen Zerstören, der Gewalt. Schaffe Recht und hilf allen, die Angst haben um ihr Leben, um ihre Nächsten, um ihr Land, um ihr Eigentum. Hilf allen, die Angst haben vor dem, was kommt. Schaffe Recht, denn du bist der Gott unserer Stärke. Auf dich setzen wir unsere Hoffnung. Und dankbar begreifen wir in diesen Tagen, wie gut es uns hier geht. Höre, was dir jeder und jeder jetzt in der Stille sagen will. Betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Halte doch Ausschau nach Gott, harre auf Gott, denn bald werde ich ihm wieder danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Wir hören Worte aus dem 10. Kapitel bei Markus, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken,
Das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Liebe Gemeinde, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? So fragen Omas ihre Enkelinnen und Papas ihre Söhne. Die Frage ist nicht neu, aber die Antworten ändern sich selbstverständlich. Früher konnte man auf diese Frage erwarten: Lokomotivführer, Feuerwehrmann, Baggerfahrer oder Fußballprofi. Heute kann man hören: Tierärztin, Polizistin, Astronautin und Sängerin und ach ja, Fußballprofi. Was ist dein Traum vom Leben? Was möchtest du sein? Welchen Fußabdruck möchtest du in der Welt hinterlassen? Also wenn du einmal groß wirst und groß bist, was möchtest du da werden? Jakobus und Johannes, die wollen nur eines: groß sein. Einfach groß. Nun, sie wissen, ganz oben, da ist schon besetzt, das wird wohl Jesus werden. Den Chefposten können sie sich abschminken, das wird nichts. Aber rechts und links von ihm, da ist noch Platz. Rechts und links von Jesus heißt, nur ein kleines bisschen unter ihm, aber ziemlich weit über allen anderen. Ja, das würde ihnen gefallen. Wer oben steht, der wird geachtet und beachtet. Das wollen sie gerne. Jakobus und Johannes, das wollen sie gerne von Jesus haben. Aber nicht nur so auf Erden, sondern dann schon bitte im Zentrum der himmlischen Macht. Man kann nicht behaupten, dass es den beiden an Ehrgeiz mangelt. Dass die anderen das nicht witzig finden, das wird uns nicht überraschen. Da hatten sie mal einen Moment nicht aufgepasst und schon waren ihnen die zwei zuvorgekommen. Dabei träumten sie doch wirklich alle, einmal groß rauszukommen. Jesus, das ist völlig erstaunlich, Jesus bleibt ruhig, erstaunlich ruhig. Der hätte ja auch sagen können: Leute, geht's noch? Macht er aber nicht. Er versucht ihnen deutlich zu machen: Hört mal, in der Welt ist es so, die Mächtigen lassen es sich gut gehen und lassen ihre Völker schuften und darben und kümmern sich dann lieber nur um sich selbst. Nun gut, nichts Neues kennen wir, ein Blick in die Weltgeschichte, ein Blick in die Gegenwart, na klar. Den Jüngern geht es nicht anders, die wissen das auch und wären noch alle bedächtig mit dem Kopfnicken, wären noch alle sich so ein bisschen empören über die Zustände in der bösen Welt, da geht es Jesus eigentlich um etwas anderes. Er sagt: Das ist auch in euch. Das hockt euch in eurem Herzen. Überall und immer wieder. Ich will der Größte sein. Und wenn das nicht geht, dann wenigstens rechts und links neben dem Boss. Macht euch doch nichts vor. Das seid ihr. Ja, das sind wir. Aber bei euch soll es anders sein, sagt Jesus. Der Kreis der Jünger, die Gemeinde Jesu, die soll doch eine Alternative sein zu dem, was da sonst so ist. Man soll doch den Kontrast sehen, das Leben mit Gott sozusagen als Gegenentwurf. Aber Jesus muss feststellen: Bei euch ist es auch nicht anders.
Was kann man dagegen tun? Die Therapie Jesu lautet nicht: Nun gebt euch doch endlich mal Mühe, arbeitet an eurem Charakter, strengt euch doch mal an, bessere Menschen zu werden. Diese Idee, die scheint ja unkaputtbar zu sein. Hören wir doch immer: Christsein bedeutet, sich doch mehr Mühe zu geben. Christsein bedeutet, ein guter, ein besserer Mensch zu sein. Nützt aber nichts. Mehr Mühe hilft nichts. Wir können nicht einfach den Schalter in unserem Herzen umlegen und beschließen, dass wir fortan bessere Menschen sein wollen, nicht mehr so machtverliebt, nicht mehr so in uns selbst verdreht, sondern eben beziehungsfähig, liebevoll, demütig, bescheiden. Geht nicht einfach. Dazu muss schon mehr passieren. Was müsste denn da passieren? Wir brauchen dazu den Dienst eines besonderen Dieners. Da kommt einer, der von ganz oben kommt und dennoch tief hinabsteigt. Ich greife mal die Frage vom Anfang wieder auf. Ich stelle mir vor, mit etwas Fantasie, wie der Vater im Himmel seinen Sohn fragt: Sohn, was willst du denn mal werden, wenn du klein wirst? Und der Sohn, der bald ganz klein sein wird, ein Kind in der Krippe, der sagt: Ich will ein Diener werden. Ich komme, um zu dienen vom ersten bis zum letzten Tag. Und so kam es. Als der Große ganz klein wurde, wurde er ein Diener. Und er wurde es, weil er es wollte. Ich staune über Jesus. Es ist sein Wesen. Es ist in seinem Herzen. Der Mächtigste ist ein Diener aus Passion. Und der Mächtigste bleibt ein Diener in der Passion. Jesus kommt und dient. Und man sieht es schon an seinem Umgang mit seinen Jüngern. Er beruft sie. Er lässt sie in seiner Nähe leben. Er zeigt ihnen alles, er redet mit ihnen und er ermutigt sie und er korrigiert sie. Warum? Damit sie stark werden, damit sie ihre Gaben entfalten. Er dient ihnen, er erträgt ihr Versagen. Später sollen sie noch nur noch mal eine Stunde mit ihm wach bleiben und schlafen sofort ein. Und ja, auch das erträgt er, dass sie nichts anderes und immer wieder nichts anderes im Sinn haben, als groß zu werden. Und trotzdem, ganz allmählich, da tut sich etwas in ihnen. Ganz allmählich fangen sie an zu verstehen. Sie machen manches richtig. Erbarmen und Liebe, die von Jesus ausgehen, Erbarmen und Liebe färben so langsam auf sie ab. Ganz allmählich. Und das passiert, weil er ihnen dient. Und sie gehen bei Jesus in die Schule und das wirkt. Aber es ist noch nicht genug. Jesus geht noch weiter. Er muss, so sagt er es, sein Leben hingeben. Sein Leben hingeben, das ist der konsequenteste Dienst, den er tut. Klein wurde er. Dienen wollte er, leiden musste er. Er gibt sein Leben als Lösegeld und damit kauft er uns frei. Sein Leben als Lösegeld. Jesus sagt damit: Unterschätzt doch bitte nie, dass ihr gebunden und verloren seid unter einer furchtbaren und tödlichen Gewalt. Und euch daraus auszulösen und frei zu kaufen, das kostet den höchsten Preis. Es muss für euch alle einer sein Leben hingeben. Das Leben des einen Gerechten, der nicht groß blieb, sondern ganz klein wurde. Das Leben Jesu, der es als seine Bestimmung ansieht, zu dienen. Dieses Leben ist der Preis, der gezahlt werden muss. Und das ist es, was Jesus tut. Und so dient er bis zum Ende.
Und das ist es, was ich in diesen Wochen der Passionszeit wieder aufs Neue bestaune. Die Geschichte dieser Wochen führt mir vor Augen, du bist es dem Himmel wert, dass der Größte ganz klein wird und am liebsten dient. Für mich. Für mich und für dich hat der Größte das unermesslichste Lösegeld bezahlt. So kostbar, so wichtig bist du, Gott. Und so allmählich, so ganz allmählich dämmert es den Jüngern, groß ist, wer den anderen dient. Größe, das misst sich am Dienst. Aber wie geht denn das? Wie können wir denn einander dienen? Predigten, Sie wissen das, Predigten sollen ja auch mal praktisch sein. Und deshalb gebe ich Ihnen heute einfache Dinge, mit denen wir uns dennoch so schwer tun, wenn wir einander dienen sollen. Erstens, wir hören zu. Zuhören kann ein großer Dienst sein. So viele sehnen sich nach einem offenen Ohr, nach einem, der geduldig zuhört und nicht nervös wartet, bis er dann wieder dran ist. Und zweitens, wir helfen einander. Wir helfen einander in den kleinen Dingen des Alltags. Ja, und das klingt ganz einfach, aber Sie wissen es selber, ist gar nicht so einfach, dass ich mich mal unterbrechen lasse. Ich habe ja auch dauernd Wichtiges vor, dass ich mich mal unterbrechen lasse, weil ein anderer etwas braucht. Und drittens, viertens und fünftens, da fällt Ihnen bestimmt heute noch genug ein. Also, wir werden groß, wenn wir einander dienen. Aber, und dieses Aber will ich Ihnen heute auch sagen, aber es wäre ein fataler Irrtum, wenn wir Jesu Worte so hörten, dass nun jeder Ehrgeiz, etwas im Leben zu werden, verboten wäre. Wir könnten das ja auch so hören. Bitte, werde bloß keine Ärztin, lass dich bloß nicht in den Landtag wählen und gründe bloß kein erfolgreiches Unternehmen. In christlicher Demut, wert etwas ganz Geringes. So nicht, so auf keinen Fall. Jesus verbietet es nicht, dass wir groß werden wollen. Aber er definiert groß werden neu. Bitte, Gott hat euch doch nicht aus Jux und Tollerei so begabt, so viele Gaben mitgegeben in euer Leben. Nur zu, macht was draus. Macht was aus euren Gaben. Werde Herzchirurg, werde Spitzenkoch, werde Ministerin, werde Bürgermeisterin. Aber bitte lass dich nicht korrumpieren, wenn du es zu was gebracht hast. Vergöttere deinen Beruf nicht, ordne ihm doch bitte nicht alles unter. Ja, mach was aus dir. Werde groß, aber dann werde in dem, was du tust, groß, indem du dienst. Ja, Gott traut dir was zu. Du bist begabt. Mach was draus. Gott liegt viel mehr daran, ob dein Herz am richtigen Fleck bist, als daran, ob du nun Feuerwehrmann oder Tierärztin wirst. Ich will sagen, egal was du machst, Hauptsache in dem, was du tust, dienst du den Menschen, die Gott dir anvertraut. Amen. Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Du Gott des Friedens, du Gerechter, der Schrei nach Frieden hallt durch die Welt. Die Menschen in Mariupol schreien, die in Kellern und Tunneln Schutz suchen, die Verschleppten, die Kinder, die zu Waisen werden, die Soldatenmütter, die Flüchtenden. Schaffe ihnen Recht, du Gerechter, schaffe Recht in dieser Welt, du Gott des Friedens. Schmerzensschreie hallen durch die Welt, die Verwundeten schreien, die Gebrochenen und Verletzten, die Verzweifelten. Schaffe ihnen Heilung und Hilfe, du Lebendiger. Heile diese Welt, du Gott des Lebens. Hilferufe hallen durch die Welt. Die Friedliebenden rufen nach Hilfe. Die Entscheidungsträger in der Regierung, die Erschöpften und die Hungernden, die uns aus dem Blick geraten in dieser Krise. Rette diese Welt, du Gott des Erbarmens, und hilf du uns zu helfen. Dein Lob und unsere Lieder klingen durch die Welt. Die Kirche in aller Welt betet. Zum Dienen hast du uns bestellt und zum Frieden schaffen. Wir folgen deinem Sohn, er ist den Weg des Dienens und Leidens vorangegangen. Höre unser Beten. Führe du deine Sache in dieser Welt. Dir vertrauen wir uns an. Deine Kinder sind wir und deshalb höre uns, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abzukündigen habe ich Ihnen noch, dass unsere Gemeinde verstorben ist und wir von Ihnen in der vergangenen Woche Abschied genommen haben. Herr Edgar Joos, er starb im Alter von 80 Jahren. Wir haben auf das Wort gehört, Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Alfred Dier, er wurde 86 Jahre alt. Und der Bibelspruch, auf den wir gehört haben, war, siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir vertrauen unsere Verstorbenen der Gnade unseres Gottes an, seiner Barmherzigkeit und Liebe. Er hat es uns versprochen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Im Lichte Gottes wissen wir unsere Verstorbenen jetzt geborgen. Amen. Zunächst mal ein herzliches Dankeschön an Dekan Heimburger für den schönen Gottesdienst und allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Am Sonntag, den 10.04.2022, feiern wir um 9 Uhr die goldene und diamantene Konfirmation der Jahrgänge 1972 und 1962. Um 10.30 Uhr findet der Hauptgottesdienst mit Prädikantin Barbara Kamke statt. Ebenso findet um 10.30 Uhr der Kindergottesdienst statt. Die Kinder treffen sich im Gemeindehaus. Wie auch in dieser Woche wird uns im Kindergottesdienst der Bücherwurm Fridolin mit seinen Freunden Willi und Frieda durch die Ostergeschichte begleiten. Herzliche Einladung an alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Vielen Dank für die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst in Höhe von 251,44 Euro.
Die Kollekte nach dem heutigen Gottesdienst ist für die kirchliche Arbeit mit Jugendlichen bestimmt. Die Kinder- und Jugendarbeit ist und bleibt eine zentrale Aufgabe der Kirche. Die Jugendsonntagskollekte ermöglicht uns ein Engagement in vielen Bereichen, das sonst nicht möglich wäre. Wir wollen zum Beispiel im Bereich der Friedens- und Erlebnispädagogik, im Bereich der Jugendpopkultur, Jugendspiritualität und Theologie für Jugendliche Angebote schaffen. Dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Gott segne die Gebenden und die Gaben. Ökumenische Fastenzeitimpulse in Bötzing. Herzliche Einladung an alle Christen, auch dieses Jahr in unseren beiden Kirchen sich zu einem neuen Blick auf die Fastenzeit inspirieren zu lassen. Fasten ist mehr als Verzicht auf Fleisch oder Süßes. Fasten, so der Prophet Jesaja, ist aktives Tun für sich und andere. Der vierte und letzte Abend ist diese Woche mittwochs von 19.30 Uhr bis 20 Uhr in der katholischen Kirche. Wir wollen uns dem Thema dem Licht entgegen nochmal widmen. Lebensmittelspenden für die bedürftigen Familien in Bötzingen können noch bis Donnerstag in der katholischen Kirche abgegeben werden. Vorankündigung. Am Gründonnerstag, den 14.04., findet der Abendmahlgottesdienst um 18 Uhr mit Jost Weber und dem Sperrangel-Weit-Team statt. Wir feiern im Gemeindesaal Corona-konform mit Brot, Saft und Wein im Einzelkelch. Für diesen Gottesdienst bitten wir um Anmeldung bis zum 13.04. über die Homepage auf der Kirchengemeindeseite. Alle weiteren Gottesdienste zu Ostern entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gemeindeblatt. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Suchen und fragen. Segne und behüte euch, Gott der Allmächtige,
und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.